So wie der Atem geht, könnte Durchsprint funktionieren. Nee, never. Never ever. Das habe ich nämlich gerade eben schon probiert. Und der hat mich einfach heftig gegrillt. Die andere Stelle hat irgendwas mit Samen und Kraftarmband zu tun. Ach, schön, Dennis. Kleine Seitenhiebe, immer wieder herrlich. Guck mal, ey, wir haben ungefähr ein Fünftel abgezogen, Leute. Ist doch geil, wa? Kann man mal nachgucken, wie viel HP der Drache hat? Aber die Zahl 22 hassen. Drachen hassen, diesen Trick, Leute. Wir sehen uns in 3 Stunden wieder. Ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Also, ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Warum sieht Zuis HP aus, als wäre sie nicht auf Maximum? Perfekte Musik übrigens gerade dazu, Leute. Perfekte Musik. Ich mache sie extra ein bisschen lauter. meine HP ist nicht auf Maximum. Daran liegt's. Ah, oh, die Musik dazu, ey. Das ist echt, das ist Comedy-Gold. Perfekte Musik, absolut perfekte Musik. Ungefähr so schnell wie ein Hytera mit Blubber töten. Ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Laut Wiki 6102, hier, guck mal, ist doch easy. Da müssen wir ihn einfach nur ein paar hundert Mal treffen, dann geht das schon. 300 Mal, um genau zu sein, müssen wir ihn treffen. Ungefähr. Ein bisschen weniger. So 280 ungefähr. Woher ist das? Das ist Yoshi's Island Musik. Klingt wie ein Best-of-Zeitraffer-Musik für genau solche Momente. Schon, ne? Aber es wird langsam. Hast du überhaupt genug Mana-Heilmittel dafür? Könnte knapp werden. Ha, Quatsch. Guck mal, ich hab noch 84 und wir haben schon ungefähr fast ein Drittel weg. Wenn ich der Drache wäre, wäre ich schon längst weggeflogen. Ja, ich glaube, die meisten wohl. Zur Not mit Wurfmessern. Das ist eine gute Idee. Ich kann mal gucken, ob er vielleicht mehr Schaden durch irgendwelche Items bekommt. Ich hoffe, ich gehe dadurch keinen Schritt nach vorne. Aber da habe ich nicht so viele von. Vergiftete Waffe. Ah, vielleicht. Oh, wow, 4. Aber ich kann mal gucken, ob man jemanden vergiften kann. Ich werfe mal ein paar Stück davon, wenn er vergiftet wird. Geil, wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Der ist bestimmt immun gegen Gift. Würde ich doch fast wetten. Die Poison Strat. Macht nicht den Anschein, als könnte er vergiftet werden. Na, sieht nicht so aus. Na gut. Dann werfen wir... Ich dachte vor kurzem, er hätte was anderes gemacht. Das hier mal. Gucken, ob das vielleicht mehr Schaden macht. Nö. Okay, ganz ehrlich. Scheiß auf die Dinger. Dem ich irgendwas, was meinen Schaden bufft, vorübergehend. Glaub nicht, dass uns das was bringt. Deswegen machen wir einfach ganz klassisch weiter. Ach, sehr schön. Ja, Ring der magischen Schärfe. Oh, das könnte sein. Warte mal, habe ich den vielleicht? Gucken wir mal. Irgendwas, was unsere Magie verstärkt. Erhöht Magiekraft, mindert Magieresistenz. Ja, das können wir schon mal nehmen. Gucken wir, ob wir noch so was haben. Mindert den Fallschaden. Lull, als ob man das braucht.
Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Ring. Na gut, mal gucken. Vielleicht machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden. In der Soundtrack dazu. Ja, ne? Warten wir erstmal. Ein bisschen angeschlagen. So. Oh, 30 Schaden, Leute. Wahnsinn. Geil. Jetzt kannst du nur besser werden. Bitte mal PogChamp für 30 Damage in den Chat, Leute. Dü, 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 dü. Oh nein, die schöne Musik endet. Aber ich habe noch eine Stone-Mucke. Haha. 30, Sui Price. Perfekt. Bei so vielen HP sind 8 schon eine ganze Menge. Ja, tatsächlich, also... Quasi jeder dritte Angriff erspart uns den vierten, wenn man so will. Gehen wir Suppe machen, viel Erfolg. Ja, Leute, wie gesagt, sagt, über was wollt ihr quatschen? Irgendwelche geilen Themen? Weil hier wird erstmal viel nicht passieren. Ich glaube, dieses Stream wird meine letzten Hirnzellen zu Moose verarbeiten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Stone, Sui-Ente. Boah, wir nähern uns der Hälfte, Leute. Wir sind bei ungefähr, ich sag mal, 40%. Nimm. 204 Hits. Das geht doch eigentlich, oder? Wir kriegen ungefähr pro Minute so 6 Hits raus, würde ich sagen. Oder? Na, wobei, Quatsch, viel mehr. Dauert ja keine 10 Sekunden. Wir müssen mal zählen. So, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe nicht getroffen. Aber theoretisch kriegen wir alle 5 Sekunden einen Hit raus. Theoretisch alle 5 Sekunden einen Hit. Das heißt 12 Hits pro Minute. Wir brauchen 200. Jetzt müssen wir ungefähr ausrechnen, wie lange wir dafür brauchen. Also, wobei wir jetzt ja schon viel abgezogen haben. Wie lange wir noch brauchen werden. Na, will das mir jemand ausrechnen? Selbst einfach ein Thema erfindet. Ja, Herr Lange, Sui Lull, das stimmt. Sui kann zählen. Die Intruder-Musik. Die ist auch passend hier gerade. Oh verdammt, ich hab gejoked. Okay. Man muss ab und zu ein paar Chokes abziehen, wie jetzt gerade. Der Drache denkt sich nur so, fuck, Mann! Schon noch so circa 10 Minuten? Ja, easy. Das ist doch nicht lange, Leute. Das können wir doch aushalten. Was sagt er dazu? Schaffen wir das? Ist das Spannendste, was ihr je gesehen habt? Würdet ihr das am liebsten jede Woche sehen, Leute? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Dim, 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 dim. Ich schwimme mit dem Shadow of the Colossus durch. Ich glaube, wir sind jetzt bei circa der Hälfte. Ungefähr. Aber diesmal, jetzt haben wir mehr Schaden. Nee, jetzt habe ich zufällig nicht Alien. Jede Woche wiederholen, Leute. Richtiges Stream. Oh, mega lol. Er hat keinen Bock mehr. Alles klar. Der dachte ich jetzt auch nur so, Alter, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das wird echt zu dumm. Wo soll er denn jetzt hin? Enough is enough. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht einfach wieder. Hätte ich schon Angst vor, muss ich sagen. Da, da hinten so, lalalala, hier friss. Komm mir gar nicht erst zu nah, Dude. Ich will jetzt nicht sterben hier, wenn ich den gerade schon so wunderschön weggecheased habe. Der Drache so richtig so, fuck this shit, I'm out. Aber heftig. Ey, wenn er gleich wiederkommt, ne? Ich werde weinen. Ich werde live im Stream weinen, weil dann ist er wahrscheinlich wieder full HP. Also, beziehungsweise wenn ich dann sterbe und dann wieder hinkomme. Okay, ich renn einfach. Ah! Cool.
Nice. Ich mache mich übrigens wieder menschlich, by the way. Sag gar nicht meine Weltentendenz hier. Der ist leider relativ dunkel. Der Drache geht einfach nur kurz einkaufen. Ja, das glaube ich auch. Der will erstmal ein bisschen entspannen, nachdem er da so unepisch kassiert hat, der arme Dude. Der Drache so, ey, ohne Scheiß. Ich kann mir richtig vorstellen, wie so eine Sprechblase über seinen Kopf erscheint. So, wie so, fuck this. Mach deinen Scheiß doch alleine. Okay, Leute, was wäre jetzt der eigentliche Weg gewesen? Was, einfach wirklich durchrennen? Ritterschwert und Ritterschild. Das Schwert der Ritter von Boletaria ist zu tragen, ist ein Zeichen der Treue zum König. Der klebt sich jetzt ein Pflaster mit Dino-Muster auf sein Auer. Sehr schön. Die aus einem harten Eisen von Steinfall geschmiedete Klinge ist schwerer als die normalen Schwerter. Die gerade Klinge verfügt über eine höhere Angriffskraft. Ja, cool, cool. Tatsächlich durchrennen. Krass. Der Ritter aus dem Nachhinein eines Steinfall geschmiedeter Klinge, das ist genau das gleiche. Das ist jetzt ein Shortcut. Wäre auch zu schön gewesen. Meine Zauberhand tut schon ganz weh von vielen Zaubern. Geht bis zur Hälfte der Brücke. I see, I see. Kann ich da runter? Oh, da will ich gar nicht runter, wenn ich mal angucke, wie es da unten weitergeht. Wer atmet denn hier schon wieder so schwer? Werden die lebendig? Wow! Alter, ich hab den nicht gesehen. Hab ich mich erschrocken gerade. Hab ich mich erschrocken, Leute. Gott, oh Gott, oh Gott. Tja, da hängt er aber ein bisschen blöder. Also ein bisschen cleverer für ihn, ehrlich gesagt. Wer atmet denn hier so schwer? Ja, ne? Da werde ich halt schon nicht rankommen. Ich kann es probieren. Hey. Hey. Habe ich da rechts und links irgendwelche Gänge wenigstens zum Verstecken? Sieht mir nicht so aus. Ehrlich gesagt. Ha. Huh. Okay, dann wird es jetzt ein bisschen. Da muss ich doch wieder durchrennen, oder? Mal überlegen. Ich glaube, ich kann links und rechts da echt nirgendwo rein. Ich könnte jetzt. Ne, jetzt rennen. Der trifft mich doch. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann das Feuer seine Hitbox verliert. Nein! Warum? Da war eine Säule! Oh, vor allem, ach, das ist irgendwie gerade ganz schön lange gedauert, bis ich gestorben bin, irgendwie. Sag mir bitte, dass der jetzt nicht vorne wieder da ist. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Gegner nochmal zu bekämpfen. Deswegen werde ich einfach durchrennen. Jedenfalls versuchen. Die Säule hat dem Drachen das gerade schon gecarried. Muss man mal sagen. Die Säule hat den Drachen gerade hart gecarried. Natürlich steht er da wunderschön auf der Treppe, dass ich nicht einfach vorbeirennen kann. Beeil dich.
Genau in dem Moment lässt meine Schonung nach. Okay, Leute, wir sind wieder zu den Bullshit-Stellen des Spiels gekommen, weil jetzt kann ich da nicht mehr durchrennen, muss die immer wieder alle töten. Top. Aber, da ich das nicht einsehe, werde ich das jetzt nochmal probieren. Weil ich keinen Bock habe, das immer wieder zu machen. Das dauert mir zu lange. Das dauert mir einfach zu lange. Wie Dark Souls 2, man. Ja, schon ein bisschen gerade, muss ich sagen. Da bin ich nicht gestorben, aber... Natürlich ist er wieder hier vorne. Willst du mich eigentlich natzen? Mach Feuer! Warum one-hitten mich alle Gegner auf einmal? The fuck? Warum one-hittet mich jeder Gegner? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? The fuck? Wieso one-hitted er mich? Ah, warte mal, ich trage noch diesen Magiering, ne? Deswegen, ja gut, okay, das erklärt einiges. Was hatte ich denn vorher mal an? Den hier. Ne, diesen anderen MP, den hier. Oder? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt den. Ah. World Tendency ist aber nicht so dunkel. Also hält sich in Grenzen, sage ich mal. Oh Mann. Fängt jetzt wieder, kommen jetzt wieder die Stellen, bei denen ich mich aufregen muss. Mal. Ich hab doch hier... Ich glaube, ich habe doch einen Feuerresistenzring. So, hier. Machen wir das mal. Einfach eiskalt ge-one-hitted. So. Okay, my friend. Dann do it. What? Warum? Was ist das für ein Crap? Der Schaden, Leute. What? Einfach one-hitten. Ich sag's nur nochmal. Was ist das für ein Abfall? So ein dreckiger Scheißdreck, Leute. Was ein Trash. Was ein Trash. Absoluter Müll. Einfach one-shotten. Mit Dingens, mit Antifeuerring. Ist klar. Ist klar. Was ein Crap. Schon fair so. Einfach One-Hit. Kann sich ein bisschen beeilen, alter Mann. Danke. Hammergeil, ey. Ja, kann ich mich mal bitte wieder bewegen? Das wäre super nice. Ey, ich bin so mad gerade. Das ist so nervig. Schwing deinen metallenen Arsch hier raus, du Pisser. Beide bitte. So. Okay, einmal eine Berührung von so einem kleinen Feuerpüpschen und ich bin tot. Gut zu wissen. So ein Quatsch. Mach Feuer, schnell, beeil dich.
Mein Gott, ey. Und der andere torkelt da ganz gemütlich hinterher. Kannst du den bitte töten, Drache? So, geh weg. Ach, da oben ist der jetzt. Kommt der Typ mir immer noch hinterher? Ich wollte schon sagen. Wow, Lex! Lex des Todes. Okay, jetzt ist der Dödel wieder da oben. Oh, I'm really mad. Ja, das regt wirklich auf. Das ist dumm. Warum ist mein Wasserglas eigentlich da hinten? So, die Säule eben hat mich besiegt, weil ich da volle Kanne vorgerannt bin. Ach, deswegen habe ich ihn nicht gesehen, weil der die abgerissen hat, oder was? So, wollen wir mal kurz beobachten. Wie genau schießt der? Mach. Der schießt erst hier hin. Und dann kommt noch so ein Feuerstrahl, der eher von rechts nach links geht. Und dann ganz plötzlich nach unten geht oder so. Okay, let's go. Wie der ganz plötzlich so einen Frame noch nach unten geht. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Für ein bodenloser Quatsch? Alter Schwede. Habe ich den Counter schon hochgesetzt? Das Spiel, ey. Spiele, die sollen herausfordern. Das hat nichts mit Herausforderung zu tun, das ist einfach dumm. Gute Herausforderung, siehe Dark Souls 1, Dark Souls 3. Und Stellen dieses Spiels hier. Das ist einfach nur dämlich. Das ist einfach nur absolut dumm. Dann nochmal. Hallo Harimato. Ist am Vega schon am Trainieren? So muss das. So, ich hoffe, dass ich Schonung und Wasserschleier überhaupt gleichzeitig aktivieren kann. Weil ansonsten wäre das dumm. So. Piss dich aus dem Weg! Mein Gott. Und ich kann Wasserschleier nicht aktivieren, wenn Schonung aktiv ist. Toll. Mann, jetzt lass mich doch durch. Schon mega retarded einfach gerade. Absolut retarded. Dann versuche ich halt hier durchzukommen, ohne von denen getroffen zu werden, weil die one-hitten mich ja auch, wenn ich meine Schonung nicht aktiviere. Mann, ist das toll!